glaube, ich muss nach oben. Ja, das sieht gut aus. Cooles Schiff. Ich konnte mich noch ein bisschen dran erinnern. Hangeln wir uns mal darüber. So, und dann sind wir jetzt in diesem, auf dem Schiff, wo der Eternal Throne ist. Und kommen wir jetzt hoffentlich da rein, da wir ja den Champion besiegt haben. Verzeihung. Obwohl, dass ich gerade nichts lesen muss, weil dann werde ich immer wieder müde. So, talk. I was so hoping you would not return. What of the arena's champion, then? He won't be entertaining you any longer. No. Impossible. I believe your king will see me now. I cannot deny you. Geil! Starting to enjoy the atmosphere. Then you have not been here long. Billions of souls crowd my kingdom. All of humanity wailing for vengeance. But I see you are already familiar with such music. What would you have of me, horseman? Show me the way to the Well of Souls. And what do you seek there? Power over life and death? Or do you hope for absolution, kinslayer? I wondered where the souls of your brethren had gone, for they never passed through my realm. Your realm hardly needs more subjects. True. Yet I must face this rabble without the lords who serve me. That's not my concern. Make it your concern, and I will grant your request. Find my three dead lords, and wake them from their slumber. This will bend them to your will. Return the lords to me, that they might share my burden. Gives the bearer the power of command over the Death Lords of the Abyssal Plains. Ja. So, nach den drei Hörnern kommen erstmal die drei Lords. Geil, ne? Das war aber abzusehen, weil es sind immer drei. Das war schon im ersten Teil so. Drei Hörner, drei Steine, drei Lords und so weiter und so fort. Drei Aufgaben, hol mir die drei Sachen. Seit am Beginn des Spiels ist das schon die ganze Zeit so gewesen. Okay, jetzt. Das. Und 1 und 2 und 3 und runter und hier. Ding auch noch töten muss? Ich hoffe nicht. Die sehen irgendwie ein bisschen
ein bisschen fieser aus, sagen wir es mal so. Sekündchen. Wie war das? Wo war das? Perfekt. Karte. Ja, The Maw, The Spine. Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind. Ich gehe noch mal. Da bin ich. Warte mal. Kann ich Fast Travel machen? Kann ich, perfekt. Dann bin ich einen Ticken näher dran, glaube ich, und dann kann ich auch mit dem Pferd probieren. Perfekt. So, dann reiten wir mal schnell rüber. Hier ist der erste. Okay. Willkommen in den Minen von Moria, oder was ist das hier? Ein bisschen unwohl, alles cool. Hi. Ich glaube nicht, dass sie mich direkt angreifen wollen, sondern nur, wenn ich denen irgendwie zu nahe komme. Zumindest habe ich das Gefühl. My feelings can täusch mir, das ist richtig. Hoppala. But I don't think so, that's my feelings are täuschen me. Ich glaube, ich muss das machen. Death good to put objects towards death. Erstmal nehme ich das hier. Ich sollte den Death Grip nehmen. So, komm raus da. Nein, das war es anscheinend nicht.
Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Hat funktioniert. Ich hatte kurz Angst, dass ich den von hier nach da ziehen muss und... Aber war glücklicherweise nicht so. Hm? Das ist glücklicherweise ja nicht so gewesen. Oh, da ist noch irgendwas. Oh, perfekt. Heiltränke. Das heißt nichts Gutes. War das Gebärde Etage? 2. Was ist ich denn hin? Ich glaube, hier bin ich richtig. Ich glaube, hier bin ich falsch. Wie komme ich denn hier raus? Ich will doch keine Truhen oder so. Ich will einfach nur wieder hier raus. Hier? Also erstmal, ne, ich nehme gerne die Dungeon Map hier. So ist es nicht. Ich sag dazu nicht nein. Ich glaube, man muss hier aber erstmal hier rüber. Ich muss jetzt alle 4 Etagen durchlaufen, damit ich überhaupt irgendwas hier erreiche. Hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Lass mal kurz fallen. Ah, darum hat das noch nicht funktioniert. Okay. Verdammt. Das heißt, ich muss jetzt von hier raufschießen. Damit ich in einem Speedrun und Jump Level nicht das hier machen kann, um diese Truhe hier zu öffnen. Ernsthaft? Ich will mal kurz gucken, wo denn dieser Skelettschlüssel sein könnte.
der dritten Ebene. Okay. Ich werde selbstverständlich. Und das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ach, schon wieder so eine. Boah, das gefällt mir ganz und gar nicht, ey. Okay, sie ist des Todes. Wieso wundert mich das jetzt nicht? Boah, der Film ist auch. Der war juicy. Der Finisher war juicy. Aber ich war schon mal richtig, das sagt mir die Falle. Die Falle sagt mir, dass ich schon mal richtig war. Ich hier auch nicht weiterkomme, verdammt. Da, da auch nicht. Nicht okay. Nur auf Ebene. Ebene 3. Weil hier ist das Skelettschlüssel zum Beispiel. Einfach nicht an. Dann haben wir alle keine Probleme. Gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack.
Ich hätte es mir doch aufheben sollen, verdammt. Hi, na, Großer. Alles gut? Hilfe? Komm mir nicht weg. Okay. Aua. Okay, komm her. Ah, ich muss da mal Aufnahmepause machen, je nachdem, ob ich diesen Kampf jetzt beim ersten Mal schaffe oder nicht. Weil mein Handgelenk tut weh, weil irgendwie wird das, glaube ich, die ganze Zeit abgeschnürt. Ja. Oh, ich lebe noch. Aber ich kann meine Hand gelenken. Gerade. Ist gerade alles. Geil, geschafft. Haha, ich habe meine Hand nicht mal mehr auf dem Tisch, weil das so abschnitt gerade. Oh. Okay, meine Lieben. Ich glaube, hier muss ich lang. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, das sieht gut aus. Aber ich werde mit so einer kleinen Aufnahmepause machen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Von Darksiders 2. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Und auf Wiedersehen. Tschüss.